Willkommen beim Kanal Dialekt, mal wieder in der Schule vom Richard. Heute möchte ich vom Richard wissen, wie hat sich eigentlich Erdingen im Laufe der nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte entwickelt? Um 1330, bei der Stadtgründung, hat Erdingen ungefähr 600 Einwohner gehabt. Und in 1347 war die große Pest in Europa. Und da ist in Erdingen ungefähr ein Drittel ums Leben gekommen, an der Krempe. Das sind so 400 Einwohner gewesen. Und bis zum 30-jährigen Krieg ist das Ort ungefähr auf 800 Einwohner gewachsen. Mhm. Und da ist wieder zurückgefallen auf 300 ungefähr. Mhm. Und in 1700 rum hat Erdingen 1000 Einwohner gehabt, da haben wir Einwanderungen gehabt, riesig, riesig raus. Von Tirol, Graubünden, Vorarlberg. Einfach, das sind Einwanderungen gewesen. Kann man das jetzt heute noch an den Namen nachvollziehen? Jawohl, jawohl. Also im Schwedenkrieg sagt man Ab, Bug und Sauter. Die drei Namen haben überlebt. Der Rest sind Zuwanderungen gewesen, oder einfach Einsiedlungen. Also Tisch, Flur, gesegnet, war und so weiter. Das sind lauter Zuwanderungen von Tirol, Graubünden, Vorarlberg, Appenzell, St. Gallen, einfach von dem Bereich. Weil dort war der Schwedenkrieg nicht. Und die Eckle? Auch Einwanderungen. Auch in der Zeit. Auch Tiroler Ecke. Das kann man aber nachvollziehen. Das kann man nachvollziehen. Mhm. Das wäre eine extra Untersuchung wert. Aber Metz kommt aber anders her. Das kommt von Bäuerischer. Aha. Die Einwanderung ist erst 1949 passiert. 1949? Ja, ja. Ja, ja. Und ausgerechnet, die kennen sich am besten aus. Ha, ich bin halt auch einer so der Bug. Ein Marzelle-Bug. Ein Michel-Bug-Bug. Marzelle-Bakamate. Und Michel-Bug-Bug. Und das Ort, wie es 1822 war, das fängt bei Frickert oben an, am Friedhof, hört beim heutigen Kebab auf, im Unterdorf beim Zoll, Richtung Benzwanger hört es auf, Normeli ist allein gewesen, Kappel ist einsam und allein da oben gestanden, hat das Kiel aufs Neben dann nicht gegeben, Bachmühle war nicht da, das ist alles nicht da gewesen. Das ist der Zustand 1822. Und da, wo wir daheim stehen, ins Marzellenschuier, das ist genau mittler drinnen. Das ist daheim, das steht heute noch, mit seinem Haus. Mhm. Guck mal, und mein Haus steht daneben? Das ist aber nicht mehr das. Mhm. Das hat man gebaut 1959, mhm. So wie ich weiß. Aber.